Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweigler und Duckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrick, das ist Hip, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Im Viertelfinale des Battleblader-Turniers treffen Ryuga und Tsubasa aufeinander. Tsubasa hat hart dafür trainiert und seine Strategie, den Dark Nebula Blader zu schlagen, ist äußerst clever. Sein Bay Earth Eagle macht Ryugas El Drago schwer zu schaffen. Mit seinem Special Move Metal Wing Smash lässt der Earth Eagle sogar angreifen und verschafft sich einen Vorteil. Ryuga wehrt den Angriff jedoch ab und schlägt mit einem Dark Move zurück, dem Dragon Emperor Soaring Bite Strike. Die Folgen sind für Eagle und seinen Meister Tsubasa verheerend und sie sind schnell geschlagen. Jinga tröstet seinen Kameraden und verspricht Ryuga, diese Grausamkeit heimzuzahlen. Das läuft ja ganz wunderbar. Schon bald werden wir unseren Plan vollständig umgesetzt haben. Hör auf damit! Bitte, hör doch auf! Dark Move! Was hat er gesagt? Serpent Venom Strike! Es lief sogar reibungsloser ab, als ich gehofft hatte. Auf der Bühne, die sich Battleblader nennt, werden Jinga und seine Freunde tanzen, kämpfen und verlieren. Und dann werden sie endlich all ihre Hoffnungen und Träume aufgeben und Ryuga zur ultimativen Kraft verhelfen. Zwei Kämpfe gibt es ja noch vor dem Finale. Und jeder muss sein Bestes für die neue Welt geben, die Ryuga schaffen wird. Oh, fast hätte ich's vergessen. Vor diesem großen Ereignis muss ich mich ja noch um eine Kleinigkeit kümmern. Und damit kommen wir zum Halbfinale von Battleblader! Wer wird sich von den vier verbleibenden Bladern das Ticket für das Finale sichern? Fangen wir mit dem ersten Match im Halbfinale an. Reggie gegen Jinga! Wird Reggies Poison Serpent auch weiterhin seinem Weg der Zerstörung folgen und Jinga zu seinem Opfer machen? Jinga! Werden Pegasus' Hufe die giftige Schlange zertreten? Oder werden die Giftzähne Pegasus ein jähes Ende bereiten? Diesen Kampf dürft ihr jedenfalls nicht verpassen! Und wenn das noch nicht reicht, um euch voll in Fahrt zu bringen, treffen im zweiten Kampf Ryuga und Kyoya aufeinander! Freut euch auf einen fantastischen Kampf zwischen dem wilden Löwen und dem bösen Drachen! Wer wird überleben? Komm schon, Kyoya! Ich weiß, du kannst das schaffen! So wahr ich Benkei heiße, du hast das Zeug Klappe. Dazu! Was habe ich Falsches gesagt? Nicht, du kannst es schaffen. Du schaffst es. Ja, na klar, du schaffst es! Eagle Metal Wing Smash! Tsubasa hat einen großartigen Kampf geboten, aber das hat gegen Ryuga nicht gereicht. Doch ich habe es in mir. Ich kann hier auf jeden Fall gewinnen.
Na dann los. Wir sind beide bereit. Dir steht gleich ein harter Kampf gegen Reggie bevor. Ehrlich, ich frage mich, ob Reggie genauso vorgeht, wenn er gegen Jinga kämpft. Auf jeden Fall kannst du es schaffen. Aber nimm dich vor seinem Dark Move in Acht. Kenta! Leute, wie soll ich mich fühlen, wenn ihr aussieht, als hätte ich den Kampf von vornherein verloren? Ich weiß, aber... Reggie ist ein harter Gegner. Ihr beide dürftet das besser wissen als ich. Ich verstehe trotzdem nicht, wie er es schafft, in seinen Kämpfen für so viel Verwirrung zu sorgen. Nein, im Ernst, mir macht sein Bay noch das geringste Kopfzerbrechen. Was mir Kopfzerbrechen macht, ist, dass ich es nicht bis ins Finale schaffen könnte. Es spielt keine Rolle, ob es Ryuga oder Kyoya ist. Sie sind beide anspruchsvolle Gegner. Jingi kann sie beide schlagen. Ja, natürlich. Jinga, du wirst ganz sicher weiterkommen. Klar, du wirst mit jedem Gegner fertig. Ja. Das ist die Gelegenheit, Reggie zu zeigen, dass ein echter Blader in der Lage ist, all seine Tricks zunichte zu machen. Jingi ist total abgefahren. Für ihn zählt nur der nächste Kampf. Deswegen kann er auch Reggie besiegen. Und selbst diesen Ryuga. Ich liebe mein Leben. Wenn Battle Blader vorbei ist, kann ich wieder gegen Jingi kämpfen. Das wird so super. Und außerdem gegen Kenshi, Ben Ben und all die anderen Blader. Es tut mir leid, doch daraus wird nichts, mein kleiner Freund. Doji! Wünschen kannst du dir viel, aber deine Wünsche werden kaum in Erfüllung gehen. Was willst du damit sagen? Ich bin gekommen, um dich zu holen. Ryuga wartet schon. Hä? Wie? Was? Wieso jetzt? Das habe ich dir doch bereits gesagt. Ah! Ich hatte dir zugesagt, dich freizulassen, wenn es dir gelingt, Reggie zu schlagen. Aber du bist davongelaufen und hast Reggie keineswegs im Kampf besiegt. Und deswegen wirst du deiner vollen Strafe auch leider nicht entgehen. Kenta! Ah, Hiyoma, geht es dir schon wieder besser? Ja, und ich will Jingas Kampf gegen Reggie nicht verschlafen, auch wenn ich noch im Bett bleiben sollte, aber ich fühle mich besser, wenn ich Jinga helfe. Ja, er wird sicher erleichtert sein, wenn er sieht, dass es dir gut geht. Denkst du dasselbe wie ich? Ja. Hey, you, you. Ha, ich werde ihn wieder mitnehmen. Verabschiedet euch. Halt, wartet! Aufgepasst, es ist soweit. Im ersten Match des Halbfinales stehen sich folgende Gegner gegenüber. Er vernichtet seine Gegner in 0, nichts. Applaus für den furchterregenden Blader Reggie. Okay, ich weiß, ihr werdet jetzt ausrasten, denn sein Gegner ist ein Blader mit einem Riesenherz. Jinga! Wird Jingas hitziger Kampfgeist tatsächlich in der Lage sein, Reggies Schreckensherrschaft zu beenden? Du schaffst das, Jinga! Was? Yuva... Doji will bestimmt Yus Kraft in eine Mahlzeit für Ryuga verwandeln. Er wird lieber alle Kraft nehmen. Oh, oh nein, wir müssen es Jinga sagen. Warte, das können wir nicht. Hä? Wieso nicht? Jinga sollte sich voll auf den Kampf konzentrieren. Wir dürfen ihn dabei nicht stören. Aber... Jinga denkt immer an seine Freunde. Wenn er davon hört, wird er helfen wollen, auch wenn es bedeutet, dass er dafür den Kampf aufgeben müsste. Ich finde, wir sollten ihn damit in Ruhe lassen. Wir dürfen während des Halbfinales Jinga nicht mit so etwas belasten. Deswegen sollten wir Yu am besten auf eigene Faust retten. Aber... Kenta, Hiyoma, bitte passt auf euch auf. Ha! Ich hab mit dir noch eine Rechnung offen, Reggie. Ich werde verhindern, dass du deine Gegner weiterhin in Angst und Schrecken versetzt. Ich muss sagen, dass ich mich riesig darauf freue, Jinga. Endlich darf ich gegen dich antreten. Darauf habe ich schon so sehr gewartet. Das wird ein solcher Spaß sein, dich und deinen Pegasus das Fürchten zu lehren. Ich erinnere mich nicht, wann es war. Aber das erste Mal, als ich dich gesehen habe, hast du so gestrahlt. Ehrlich, du hast so gestrahlt, dass mich dein Talent geblendet hat.
Mehr als alles andere auf der Welt habe ich mir gewünscht, dich zu besiegen, Jinga. Ich frage mich, was du für ein Gesicht machen wirst, wenn ich dich auseinandernehme. Wird es noch vor Lebensfreude sprühen, wenn ich Pegasus in seine Einzelteile zerlege? Also, nur zu, versuch dein Glück bei mir. Ich werde alles vernichten, was du besitzt. Du kannst so viel quatschen, wie du willst. Du hältst mich nicht auf. Träum ruhig weiter. Und seid ihr bereit, Leute? 3, 2, 1. Let it rip! Kann Ares denn schon kämpfen, Hioma? Madoka hat ihn repariert. Er müsste inzwischen wieder einsatzbereit sein. Wie sieht's mit Sagittario aus? Verstehe, Kenta. Überlass das Kämpfen mir, okay? Du musst Yu finden. Tut mir leid. Danke. Die Dark Nebula-Organisation wird alles tun, um ihr Ziel zu erreichen. Es spielt keine Rolle, ob du Freund oder Feind bist. Haltet durch, Yu! Deine Freunde werden dich retten! Deine Freunde werden dich retten! Yu! Yu! Komm raus hier, Doji! Gib Yu zurück! Ich mein's ernst, verstanden? Yu, kannst du mich hören? Wir empfangen derzeit keine Besucher. Hä? Dieses Gebäude ist für die Dauer von Battle Blender geschlossen. Bitte rufen Sie an einem anderen Tag nochmal an. Merci und vielen Dank. Wenn das so ist, müssen wir ihn einfach selbst suchen, oder? Wir haben ein Problem, Meister. Zwei Eindringlinge befinden sich in der vorderen Eingangshalle. Wie lästig. Ich wollte gerade gehen, um mir den Kampf zwischen Jinga und Reggie anzusehen. Was soll ich tun? Ungeladene Gäste werden bei uns mit aller Gastfreundschaft empfangen, merci. Ich habe verstanden, Meister. Was soll das, Reggie? Wenn du mich nicht angreifst, werde ich eben dich angreifen. Also los, Pegasus! Was war das denn? Was für eine Art Taktik ist das? Diese Angriffsart unterscheidet sich völlig von der gegen Hioma und Kenta. Kann das sein? Kann es sein, dass Poison Serpents Kraft zugenommen hat? Hey, du! Genießt du den Biss von Serpents wahren Giftzähnen? Hat er wahre Giftzähne gesagt? Ja, das habe ich. Denn mein Poison Serpent hat zwei Gesichter, zwei verschiedene Identitäten. Bis jetzt war Serpents Drehfassung umgedreht. Damit war sie eine defensive Drehfassung, die gegnerische Angriffe ablenken konnte. Umgekehrt bekommt sie Angriffszähne, die alles zerreißen können. Und das bedeutet, dass du bisher deine wahre Kraft noch gar nicht genutzt hast? Jetzt wirst du Poison Serpents wahre Kraft kennenlernen! Yu! Wo steckst du? Yu! Antworte mir! Yu! Yu! Dark Nebula Blader! Entschuldigt, aber wir haben jetzt keine Zeit für solche Spielereien. Auf dem Weg! Ares Horn Throw Destruction! Booyah, aufgepasst! Ich hatte schon Angst, dass er an Sagittario nicht ranreichen könnte. Ich kümmere mich hier um die. Kenta, lauf und such Yu! Hioma! Beeil dich! Was ist los? Ist das alles an Kraft, was Pegasus zu bieten hat? Jinga! Es ist zu gefährlich, all diese Angriffe wegzustecken! Du musst dich zurückziehen, Pegasus!
hast kalte Füße gekriegt. Yu, wo bist du? Kannst du mich hören? Antworte mir, Yu! Was hat denn dieser Lärm zu bedeuten? Hä? Doji! Normalerweise weigere ich mich, Gäste zu empfangen, die keinen Termin haben, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Lass Yu frei! Ha! Ihn freilassen? Das ist ja eine eigenartige Forderung. Da Yu in unserer Organisation angestellt ist, hatte er einen Eid zu leisten, seine ganze Kraft in den Dienst von Ryuga zu stellen, ist das klar? Ach, hör doch auf! Glaubst du wirklich, dass er nach der Behandlung noch länger dein Freund sein will? Freund? Du lieber Himmel, du scheinst unsere Organisation völlig falsch verstanden zu haben. Für die Dark Nebula ist er nur ein ganz kleines Rädchen, das dafür sorgt, dass Ryuga an die Weltspitze gelangt. Ein ganz kleines Rad im Getriebe, mehr nicht. Ja. Aber da du jetzt schon mal hier bist, wollen wir dann nicht deine Energie zusammen mit der von Yu Ryuga zukommen lassen? Hä? Bedauerlich. Du willst mich jetzt mit einem geliehenen Bay herausfordern? Das ist schon traurig und geradezu eine Beleidigung. Also los! 3, 2, 1, let it drip! Ah! Go, Dark Wolf! Dann solltest du jetzt deine Energie Ryuga geben. Hä? Sieht aus, als käme ich gerade noch rechtzeitig. Hyoma! Oh, du hast die Blader-Elite-Einheiten also ganz alleine fertig gemacht, hä? Wie auch immer, da die anderen ja in der Überzahl waren, dürftest du den größten Teil deiner Energie verbraucht haben. Darum erlaube ich mir, dich aus deinem Elend zu befreien. Ha! Dark Wolf! Ares! Immer schön die Ruhe bewahren! Und viel Glück. Ah, Serpents Angriffe werden heftiger und noch weiß Jinga keine Antwort darauf. Was musst du tun, Jinga? Wie ist das? Ist es schmerzhaft? Und wenn schon, denn dabei kann ich es natürlich nicht bewenden lassen. Ich will dich noch viel heftiger um dein Überleben kämpfen sehen. Was ist mit dir los? Bist du so geschwächt, dass du schon den Gedanken an eine Flucht aufgegeben hast? Yuma! Hör nicht auf diesen Kerl. Ares, Hard Throw Destruction! Das war gar nichts. Ich bin noch nicht fertig. Reiß ihn in Stücke! Jetzt, Wurf! Ares! Du wirst uns nicht entwischen. Schafe können gegen einen Wolf nichts ausrichten. Wusstest du das denn nicht? Wie bedauerlich! Das arme kleine Schaf hat ja kaum eine Chance, den unglaublich schnellen Pfoten des Wolfs zu entkommen. Wenn wir diesen Kampf verlieren, was erwartet dann Yu? Sagittario, es tut mir leid. Dann beenden wir das jetzt. Einverstanden? Go, Dark Wolf! Was? Sagittario! Kenta! Wie raffiniert! Hä? Dark Wolf! Darkness Howling Blazer! Hä? Schnapp sie dir, Dark Wolf! Oh nein! Ha! Zu schade, aber für euch beide ist der Kampf vorbei. Huh? Na schön, dann darf ich jetzt ja wohl eure Base Ryuga als Futter vorwerfen. Ich sagte jetzt! Ah!
Du schon wieder! Phoenix!